Die Augen des Herrn sind auf die Gerechten gerichtet, seine Ohren auf ihr Schreien. Worte aus dem 34. Psalm begleiten uns heute durch den Tag. David, bevor er König David wurde, war zwischen alle Fronten geraten. Er wurde verfolgt vom König Israels, von Saul, den er einmal beerben sollte. Er wurde verfolgt und kämpfte gegen die Philister, gegen die Völker der Nachbarschaft, die immer mit Israel im Krieg lagen. David, dem wird dieser Psalm zugeschrieben. Er ist der Autor. Es ist ein Lobpsalm. Meine Seele soll Gott immer loben. So beginnt dieser Psalm. Und dann taucht da mittendrin diese Erfahrung auf. Die Augen Gottes sind auf die Gerechten gerichtet, seine Ohren auf ihr Schreien. Es ist die Erfahrung, die Israel immer wieder gemacht hat, die auch wir Heutigen immer wieder machen. Dass Gott sich den Menschen zuwendet, dass Gott denen, die ihm vertrauen, sein Ohr leiht, dass er auf sie sieht und hört. Als sie in der Gefangenschaft in Ägypten in der Sklaverei waren, da taucht dieser Satz auf: Ich habe das Schreien meines Volkes gehört, ich habe ihr Elend gesehen, sagt Gott. Und dann führt er sie in die Freiheit. Aber der Weg in die Freiheit ist und bleibt ein anstrengender Weg. Die Freiheit, in die Gott uns führt, ist nicht das Schlaraffenland, wo wir mit dicken Bäuchen am Wegesrand liegen und uns die gebratenen Tauben in den Mund fliegen. Die Freiheit, zu der Gott uns führt, ist eine Freiheit, in der wir entscheiden und handeln müssen, immer wieder aufs Neue. Der Weg durch die Wüste ist ein Sinnbild dafür, anstrengende Zeiten, immer wieder Zweifel. Und unser Lebensweg? Gott schenkt uns immer wieder Kraft, er schenkt uns immer wieder Zuwendung, aber er fordert auch von uns. Er fordert, dass auch wir das Schreien der Elenden hören, dass auch wir die Menschen sehen, die gerecht handeln, dass auch wir solidarisch sind mit anderen Menschen, so wie Gott es mit uns ist. Dass Gott auf uns sieht und auf uns hört, das ist eine gute Erfahrung, das ist tröstlich. Er führt uns, er gibt uns Aufgaben in diesem Leben. Im 34. Psalm heißt es: Ich will diese Erfahrung immer wieder bewahren und ich will diese Erfahrung weitergeben. So können unsere Erfahrungen auch für andere eine Hilfe sein. Wenn wir die Erfahrung, ich war im Elend, aber ich habe gespürt, dass Gott mich sieht und dass Gott mich aus dem Elend herausholt, wenn wir diese Erfahrung miteinander teilen. Amen. Von Gott will ich nicht lassen, denn er lässt nicht von mir. Führt mich durch alle Straßen, da ich sonst irrte sehr. Er reicht mir seine Hand, den Abend und den Morgen tut er mich wohl versorgen, wo ich auch sei im Land. Wenn sich der Menschen holde und Wohltat all verkehrt, so find sich Gott gar balde, sein Macht und Gnad bewährt. Er hilft aus aller Not, er rettet von Sünd und Schanden, von Ketten und von Banden, und wenn's auch wär der Tod. Auf ihn will ich vertrauen in meiner schweren Zeit. Es kann mich nicht gereuen, er wendet alles Leid. Ihm sei es heimgestellt,
mein Leib, mein Seel, mein Leben sei Gott dem Herrn ergeben, er schaff's, wie's ihm gefällt. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich, er schenke dir Frieden. Amen.